Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute zum Auftakt der großen Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes beginnen können mit der Diskussion über Sicherheitspolitik, über Außenpolitik, die internationale Lage. Und dass wir dazu zwei ganz hervorragende Gäste haben. Und ich freue mich sehr, dass der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hier bei uns ist und damit auch ein ganz klares Zeichen setzen, dass für uns in der CDU vollkommen eindeutig und klar ist, die NATO ist der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur. Die NATO war und ist und aus unserer Sicht muss auch der Garant bleiben für die Sicherheit, nicht nur im Bündnisgebiet, sondern auch in anderen Regionen. Wir arbeiten in vielen Missionen sehr eng zusammen und deswegen freue ich mich heute auf diese Diskussion im Bundesvorstand und mit dieser Diskussion auch mit der Debatte, mit dem Gespräch mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler Walter Russell Mead wollen wir beide Seiten des transatlantischen Verhältnisses noch einmal beleuchten, denn auch das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Zeiten, in denen man sich ja auch durchaus in der deutschen Politik kritisch mit den Vereinigten Staaten auseinandersetzt. Nicht nur für uns hier, sondern auch für die NATO ist das transatlantische Verhältnis ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein klares Bekenntnis zur NATO setzen können, indem wir den Generalsekretär hier zu Besuch heißen würden. Vielen Dank. Thank you so much, Chairperson Annegrethe Kramp-Karrenbauer. It's really a great pleasure to be here and to be able to meet with the leadership of the CDU party. For me, this is an opportunity to discuss with you and the rest of the leadership some of the challenges we face as a transatlantic alliance in a more unpredictable world with more uncertainty. We need strong multilateral institutions like NATO. And I would like to thank you for your strong commitment to NATO, for your leadership, and also for our perfect cooperation. I really appreciate working with you. We are faced with a more unpredictable and more uncertain world. NATO has implemented the biggest adaptation of our alliance in decades since the end of the Cold War. We have increased the readiness of forces. We have stepped up in the fight against terrorism, and Germany is very much part of that. Germany is contributing to this a great adaptation of NATO. You lead one of our battle groups in the Baltic countries. You are a lead nation in Afghanistan, and you are also a lead nation for our presence in the Aegean Sea, helping to implement the agreement between Turkey and the European Union on the migrant and refugee crisis. I will just highlight that we actually see a paradox today. We see questions being asked about the strength of the transatlantic bond, the bond between North America and Europe. We see that on both sides of the Atlantic. But at the same time, we see that North America and Europe, we are doing more together than we've done for many, many years. The United States is not leaving Europe. Actually, the United States is increasing their presence in Europe with more troops, more forces, more exercises. And European allies are stepping up, increasing the readiness of the forces and investing more in our shared security. So for me, this is a great opportunity to meet with the CDU to discuss everything from Iraq, collective defense, emerging security challenges, and make sure that we continue to strengthen our transatlantic alliance. Thank you so much. Thank you.